und sehr viele neue, junge Mädels. Wenn man sich so die Vereine anschaut aus der Region, auch so sehr, merkt man schon so, wahrscheinlich überall so, hat man geschaut, dass man so die besten Mädels von drumherum irgendwie dazu bekommt. Das ist absolut sinnvoll. Ja, Und dann auch wieder viele auch, also nicht der älteste Jahrgang, sondern auch jüngere Jahrgänge. So wie sie jetzt zum sind Beispiel. gekommen. Oh, schade. Schade. Das war Elea links draußen, die hat letztes Jahr noch in meiner Mannschaft gespielt. Da Ach, bin ich sehr shit. stolz, dass ich das heute hier sagen darf, ein, zweimal. Kann man einfach auch parallel mal nachschauen noch. Ja, mal gucken, wenn man da, was da. Ich glaube, es wird auch wieder gelost dann die nächste Runde. Also es ist ja nicht wie, keine Ahnung, bei uns in den WV-Pokal oder in Bezirkspokal, das weißt du ja manchmal schon, okay, wenn, also wenn wir gewinnen, spielen wir gegen den Gewinner von da. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, also wird wahrscheinlich gelost wieder in der nächsten Runde. Ah, jetzt direkt. Ja, Ja, kommt. Oh, boah. Schalzpflicht definieren und man dann auch mit dem zum Spiel kommen darf, Ja. weil es einfach, finde ich, echt cool aussieht. Ja, absolut. Und das Retro-Ding. Oh, das ist kein Abseits. Ist das deine Elea? Nee, die spielt jetzt gerade rechts. Das ist. Und das Ja. ist 1 zu Ja. 0. Geil. Boah, ist die cool geblieben. Wenn man so lange aufs Tor läuft, Gell? Stark. der Jubel ist da, da geht unser Signal weg, weil so gejubelt wird. Ja, Eutingisch. Schon das Zentrum, gell? Das Ja, war doch eigentlich. schon da, ja. Cool, dass die Mädels im Sport, im Sportheim Oh, sitzen jetzt wird's und eng. Stream schauen. Oh, Und das ist das Scheiße. Tor. So schnell geht's. Ja, gut gemacht. Geiler Abschluss, ja? Für das, dass sie Muss da man so viel sagen, Druck ja. hatte von hinten. Wie gesagt, schon ein recht neues Team, deswegen alles recht neu. Ich bin gespannt, wenn es jetzt so bei dem 1-1 bleibt, wie der Manu drauf reagieren wird. Ja. Ob er voll auf. Oh, Oh, jetzt super. vielleicht? Oh, starker Ball. Hüpft schl oh, Ah, der schade. ganz komisch gehüpfter Ball, oder? Irgendwas, dass man mal so die Hosen so ganz kurz macht. Weiß auch nicht. Wer es tragen kann? Ja, wenn man es mag, ich weiß nicht. Aber vielleicht ist das Trikot auch so groß und geht oben drüber. Bestimmt. Oh. Da hinten im Strafraum sieht der Platz irgendwie nicht so, also vom Tor nicht so gut aus. Kann es sein, oder sieht es nur so aus? Das kann sein, ja. So, oh! Oh, jetzt. Überzahl. 2 gegen 1. Ah, Den hält sie noch. Junge. Oh, er kriegt aber jetzt zusammen mit Zollern irgendwo mit. Ne, was war das mit? Biering, Schwaldorf. Ja. Obernau. Da. Da ist nochmal jemand dabei, oder? Weil die sind ja auch nicht mehr in der Bezirksliga hier. Ist auf jeden Fall eine große Ja, Spielgemeinschaft. Die viele, müssen sich viele dann immer Teams. auch den Spielort Ah, teilen. das ist schon immer. Ja. Und zum so relativ weit auseinander, so für jetzt. Ah, Ah, die ne. heißen SV heißen wir. SHW, oh, Entschuldigung. Oh. Eine müde. Ich glaube, das muss man schon auch beachten. Aber dafür hat man ja dann Einwechselspielerinnen. Ja. Oh. Guter Guter Ball. Ball Ja. von Marlene. Hat er erst Der ist noch? noch. Oh, Legt sie zurück. Oh, ah. in die Torhüterin. Die Chancen muss man nutzen. Samstag oder Sonntag spielen, sage ich im Amateursport. Deshalb. Annika, ist das klar? Ja, Annika. Kann sie sich durchsetzen? Ja, Dieterle, macht sie gut. stark, sehr zweikampfstark auf jeden Fall. Jetzt mal Die vors Kleine. Tor. Ja, der ist auch nicht schlecht. Der Jetzt. legt frei. Oh, war dann die Hand im Spiel? Doch. Sie pfeift Hand. Doch. Abseits. Nee. Nee, die pfeift Jetzt Hand. Nelly. Ich hab gesagt doch. Elfmeter. Elfmeter. Nelly. Tom, Captain. Elfmeter. Nett, dass wir den Clip hier verpassen und dann das Ding nicht drin haben. Ey, wie es geschmeckt hat. Du hast Kocher. Ja. Ich habe da ein Gefühl dafür. Nelly, rechts unten. Rechts unten. Der ist nicht leicht. Aber wobei jetzt, Anfang der Verlängerung, ist der weniger Druck da, habe ich das Gefühl, als jetzt, wenn er jetzt Den. später wäre. Oh, den hält sie. Muss er jetzt mal, aber. Sind das Mose ganz? Nee, Angriff Ah nur. ja, gut. Aber sonst gar nichts. Gut. Das ist auf jeden Fall auch. Oh. Oh, das ist gut gespielt. Und jetzt haben wir Überzahl 3 fast. gegen 2.
Und der ist drin. 2 zu 1. Oh, jetzt wird's schwer. SV Kottenweiler Schwanden. So schnell kann. Ja, wäre sehr, sehr un. Also, nicht unverdient. Zweite Halbzeit war deutlich besser, aber so, wenn man die mit der, also wenn man aus Eutinger Sicht die erste Halbzeit anschaut, wäre es sehr. Oh, der ist drin! Tor! Nein, abseits! Ach, schade. Ach, das wäre jetzt super gewesen. War da jemand dran? Das sah so richtig nach so einem, der so durchrutscht und hinten reingeht. Aber muss ja eben. Ja, Trainer schickt sie wieder. Ball fliegt rein. Kopfball! Oh, die war auf jeden Fall dran. So, nochmal rein, das Ding. Oh, jetzt aber Tempo. Ist im Moment verpasst. Oh, der war noch nicht aus. Der war nicht aus. Das war's. Spiel ist aus. Ha! Sehr schade. 102 Minuten. Pokalkrimi. DFB-Pokal in Eutingen. Mit dem schlechteren Ende leider für.